Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Let's Play von mir. Ich habe mich durch das Infovideo doch dazu entschlossen, es zu Let's Playen. Kid Icarus Unspring. Und ja, wir werden es mal starten. Ich habe schon kurz reingeschaut und muss sagen, boah, legendär ist das Spiel, Leute. Legendär. Ich habe jetzt ein kleines Infovideo schon gehabt, aber ich habe die Quali jetzt noch verbessert, sodass ihr es in Top, wirklich in Top Quali habt. Ich hoffe, es gefällt euch. Mir gefällt es und meinem guten Kumpel iPersalp. Schaut mal auf seinen Kanal vorbei. Sehr netter Typ. Gefällt es auch. Hier nochmal der Trailer. Ich werde nochmal alles zeigen. Also, das Player Part 0 wird nochmal gelöscht, weil die Quali einfach scheiße war. Und jetzt guckt euch das an. Für Leute, die jetzt fragen, hey, das Spiel kommt erst morgen raus. Da muss ich leider sagen, tut mir leid, Leute. Die Special Edition kam heute mit der Post. Und ja, ich freue mich einfach. Was war in der Special Edition dabei? Ich kann das mal kurz so zeigen. Also waren so ein paar Karten und sowas dabei. Hier so, bla bla bla, Karten. Unnütz, unwichtig. Naja, ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll. Aber wir werden jetzt erstmal zocken. So habe ich auch, ich kann super auf meinen Bildschirm zugreifen. Ja. Hier so Kapitel 1 und sowas. Bla bla bla. Machen wir Einzelspieler. Moment, ich muss mal irgendwas gucken. Was? Moment, so ist alles im Bild, glaube ich. Optionen. Also wir haben hier Sammlung, mehr Spieler und alles mögliche. Sonstiges. Was haben wir denn sonstiges? Profil. Unterhalt. Bla bla bla. Okay. Einzelspieler. Ich hoffe, es gefällt euch. Machen wir mal Kapitel 1. Und ich würde sagen, Leute, tauchen wir ein in die Welt von Kid Icarus. Kein Problem, Kid. Du bist einen Tag zu früh. Ja, wir können, wie gesagt, auf L schießen, hier steuern. Sehr geil. Ich hoffe, die Quali geht jetzt ab. Ich hoffe es, ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Oh, jetzt geht's ab. Jetzt hat er anvisiert. Ja, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, wie ich das so mache. Bei dem Spiel war auch ein Ständer dabei, womit ich dieses Ganze auch schön aufnehmen kann. Sehr geil. Ich werde kein 100% Run machen. Ich werde einfach nur so durchrushen und hoffe, es gefällt euch. Also es ist sehr... Mir gefällt es auf jeden Fall. Es ist motherfucking Hit. Und man muss dazu sagen, oh, Medusa kommt. Medusa guckt meinen Allerwertesten an und er wird zu Stein, wenn ich sie sehe. Ja, was kann ich sagen? Ich... In der Position, wie ich jetzt spiele, also in dem nächsten Video, kann ich halt gar nichts kommentieren. Jetzt kann ich eigentlich so gut wie alles kommentieren, was mir ziemlich gefällt, muss ich sagen. Aber es... Boah, Leute, guckt euch diese Grafiken an. Ihr könnt es jetzt nicht so sehen wie ich, aber ich hoffe, mein Handy nimmt es super auf. Wie gesagt, Handy, HTC, nein Spaß, Samsung Galaxy 2S, sollte eine sehr gute Grafik eigentlich sehen. 8 Megapixel Kamera sollte eigentlich ausreichen. Ich hätte eigentlich auch meine Digicam nehmen können, aber die hat auch nur 8 Megapixel. Manche sagen jetzt 8 Megapixel Digicam, Mother, wo wohnst du denn noch im Loch? Kann man sagen, die ist schon über 5 Jahre alt. Aber mal zum Spiel was. Also shootern hier so ein bisschen, wir haben auch gerade getroffen, ein paar Gegnern, aber wir sind jetzt gerade im Himmel gewesen, jetzt sind wir gerade auf die Erde zurückgegangen und what the... Ein Viech mit einem Auge? Hell turn. Wir sind gerade unsichtbar. Also was kann ich zum Spiel sagen? Also ich habe ja so ein bisschen 2 Level schon gespielt. Es gefällt mir sehr gut. Man kann auch, wie es aussieht, Ausrüstung verbessern und Fähigkeiten lernen und boah, Leute, boah. Ich muss es gar nicht dazu sagen. Es ist einfach ein episches Let's Play. Wie ich mich wie selbst widerspreche. Wenn uns redet, falls ihr es hört, die Göttin Platune. Sie gibt uns Tipps, beziehungsweise sie gibt mir Tipps unten am Touchstream. Kann ich jetzt nicht zeigen. Aber was passiert jetzt? Die Stadt wird angegriffen. It's time for get the angel. Oh my angel. Oh, come on. Oh my angel. My angel. Ja, sehr geile. Guckt euch die Grafik an der Stadt. Boah, das ist so. Oh, ich krieg richtig Gänsehaut, Leute. Das ist unglaublich. Das einzige Problem, was jetzt noch passieren könnte, wäre, das kennen vielleicht ein oder zwei, die mich kennen. Die Tür geht auf, der Bauch kommt rein. Das kann doch nur die Mutter sein. Was ist jetzt los? Oh mein Gott, es ladet. Und dieser Ladebildschirm verwirrt uns. Und wir sind jetzt in der Stadt. Ich hoffe... Warte mal, Leute. Ich muss mal kurz was gucken. Bin gleich wieder da. Ist vielleicht jetzt besser?
Ich weiß jetzt gar nicht, ob es besser ist. Ich habe jetzt mal was vorgenommen. Ja, toll. Ja, wir sind jetzt in der Stadt. Ist es so besser oder schlechter? Wir lassen einfach mal so aus jetzt. Ich habe Licht gerade ausgemacht. Vielleicht wird dadurch Quali besser. Man sieht auch nicht meinen Finger beim Touchpad. Das ist awesome, Leute. Das ist wirklich awesome. Wir sind gerade in der Stadt und befreien sie gerade so ein bisschen vor den Viechern. Die ja, knallen auch auf uns. Wir können uns ein bisschen ausweichen, seht ihr das? Zack. Falls einer kommt und sagen kann, show me your moves, das können wir sagen, leck mich. Leck mich. Sehr geil, zum Ausweichen. Ah, das gefällt mir super. Zum Beispiel jetzt hier auch noch vorher jumpen und BAM! In your face, bitch. BAM! Ja, die da oben haben wir jetzt nicht erwischt. Ich habe jetzt auch nicht so viel Möglichkeit, mich so zu bewegen, aber es ist sehr geil. Ich sag euch, so in Let's Play, in den Kommentarstil, den ich hab. Also, man muss, was kann man zu meinen Kommentarstil sagen? Ich bin Motherfucking Zero. Die meisten kennen mich. Wer mich nicht kennt, die meisten werden mich jetzt bestimmt das kennenlernen. Weil die meisten sagen, neues Projekt, das ist noch nicht mal rausgekommen ist. Der ist doch eh nur Klickgeil, der Mörder. Muss ich sagen, nö, bin ich nicht. Ich hab einfach übelst Bock auf das Projekt. Einige von euch auch. Ja, es gibt natürlich Leute, die bei meinem Infovideo oder was das war. Was kann man dazu sagen? Trailer, Video. Ah, das ist eine Truhe. Wie öffnen wir die nochmal? Oh, war eine Frucht drin. Bam! Zack! Geschwertet. So, und jetzt Bitchfight. Komm her. Und Ziele geladen und gesichert. Bam! Und zack. Wow. Blade Attack. Jetzt rasen wir nach vorne, obwohl da kommt noch einer. Warte! Bist du noch ganz dicht? Du wirst uns nicht klein bekommen. Wir sind The Angel of Justice, bitch. Ja, kriegen wir den auch kaputt? Warte, war knapp. Wer war das denn? Warte! Lass mich in Ruhe. Was ist das denn hier? Eine Tunika. Ich hoffe, die Grafik... Ja, es kommt erstmal ein kleiner Endboss. Ja, wo ich das jetzt weiß. Wie gesagt, ich habe den ersten Teil schon gespielt. Er hat sich immer gefragt, hä, wie nimmt er das auf? Ständer und eben vom... ja, so ein bisschen, so ein kleiner Stapel aufgenommen, also... Ja, das ist Cerberus wohl, der Höllenhund. Sieht auch ziemlich geil aus. What the fuck, er kann auch richtig angreifen, wie es aussieht. Aber hier spielt die Kamera kaputt, das sehe ich. Bam. Strike. Victory is yours, bitch. Ich hab gekämpft, nicht du. Ja, Kampfergebnis. Sieg. Ja, Stufe 2,5. Sieht ganz gut aus, glaube ich. Jetzt explodiert noch Cerberus. Bam. In the hell, bitch. Medusa sieht wohl aus, ist wohl der Endboss. Wir müssen, also sie ist wohl die Herrscherin der Finsternis. Wir sind des Lichts. Der magische Engel. Und boah, alter Leute, das ist der 3DS. Das ist 3DS. Guckt, zieht euch die Grafik rein. Was haben wir bekommen? Glücksbogen. Wow. Nahkampfwert. Wow, okay, nehmen wir. Also wie gesagt, man kriegt Waffen. Erlangen den Bogen. Okay. Was ist das denn jetzt? Nehmen wir auf B. Wir können nochmal auf Waffen, auf Ausrüstung gehen, was ich schon alles freigeschaltet habe. Effekte. Was ist das denn? Super Rüstung. Was ist das denn? Können wir uns so ein Ding zusammenstellen oder was?